Du, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich auf Brüste stehe? Ja, aber ja. Du magst ja mal so die dicken. Das ist für mich. Ich mag erst die kleinen, so handvoll. Nee, richtig, richtig, richtig dicke, gefüllte Brüste. Ach, gefüllte? Mit Silikon? Nee, doch nicht mit Silikon. Mit Cheddar-Käse zum Beispiel. Oder Granatapfel oder Minze. Und richtig schön Käse drüber kriegen. Tja, so Cheddar. Ja, super. Sollen wir das mal machen? Dann machen wir Krami-Brüste. Granatapfel-Minzbrüste. Und die machen wir euch. Und wie das geht, das zeigen wir euch bei MG Barbecue. Für unsere Krami-Brust brauchen wir ein Kunststoffbrett, Hähnchenbrust, Cheddar-Käse, Granatapfel, Metzgergarn, mediterranes Öl und Orangenminze. Wie wir unsere Krami-Brust herstellen, das zeige ich euch jetzt. Wie wir aus dieser schönen Hähnchenbrust eine Krami-Brust machen, das zeige ich euch jetzt. Wir haben jetzt unsere Hähnchenbrüste schön aufgeschnitten und jetzt werden wir unseren Granatapfel öffnen, weil den brauchen wir, um nachher die Hähnchenbrüste schön mit dem Granatapfel zu marinieren. Einfach, also wir machen es immer so, vielleicht gibt es einen anderen Trick. Einfach in der Mitte aufschneiden, aufpassen auf die Klamotten, weil das Zeug ist wie Rotwein. Dann in der Mitte und jetzt wird nur geklappt. Und dann fliegen die eigentlich so gut wie raus. Dann kann man sie noch schön rauspflücken. Unser Granatapfel, den haben wir jetzt schön ausgehöhlt, gepflückt. Und jetzt kommt ein Teil, also jetzt kommt erstmal die Hähnchenbrust in den Vakuumbeutel. Dann nimmt man einen Teil von dem Granatapfel. Und jetzt tun wir die da rein, aber drücken sie kurz an. Aber Mitte macht das in der Tüte, weil das Zeug spritzt und das kriegt ihr wirklich nicht mehr aus den Klamotten raus. Das ist nur dafür da, dass sich der Saft einfach auspressen lässt und so haben wir das überall am Fleisch. Also drum in der Tüte einfach ausdrücken. Da kommt schön, das ist wie so Weinstampfen. Bloß, dass man es nicht mit den Füßen macht, weil ich glaube, das gibt sonst Käsefüße. Jetzt kommen die Minzblätter noch dazu. Dann wird das Ganze zugemacht und dann vakuumiert und so lassen wir das ungefähr für, denke ich, 4-5 Stunden im Vakuumbeutel ziehen und dann sehen wir uns schon wieder, wie wieder der Rest reinkommt. 5 Stunden später, so sieht das Ganze aus, fast genauso wie vorher, nur dass hier noch mediterranes Öl drauf drin ist. Das haben wir vorher euch vergessen zu sagen, dass es eben auch noch reinkommt im Beutel zum Vakuumieren. Aber jetzt sind eben 5 Stunden rum. Jetzt machen wir ihn auf und dann wird schön gefüllt, die Brust. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Minze bleibt drin. Der Granatapfel könnte man drin lassen, wer das möchte. Ist natürlich beim Anschneiden oder beim Reinbeißen, wie ein Granatapfel so ist. Man hat immer so einen leichten, einfachen Korn im Essen drin. Ich mag's nicht. Andere mögen's. Wenn ihr es mögt, lasst drin. Wir tun's raus. Jetzt fangen wir an mit Befüllen. Einfach schön Minzblätter mit rein, Orangenminze. So, und jetzt schneiden wir vor unserem Cheddar jeweils einfach ein schönes Stück ab und packen den mit da rein. Klappen wir sie schön zu. Gucken. So, schön zugeklappt sind. Und jetzt kommen noch gleich unter das Bindedraht. Jetzt kommt unser schöner Draht. So haben wir sie jetzt schön gebunden. Jetzt nicht ganz perfekt. Hier guckt noch was raus, aber ein bisschen Käse, wenn rausläuft, stört uns jetzt nicht wirklich. Ich zeige es jetzt noch bei der zweiten Brust, wie man die bindet, weil ich habe auch immer meine Schwierigkeiten. Mittlerweile kriege ich es raus. So macht man auch einen Rollbraten. Aber machen wir mal weiter. So, einfach wieder ein Stück abgeschnitten, wie ihr braucht. Dann Knoten rein, zuziehen, die gewünschte Stärke vom Zuziehen, dafür und dieses Stück noch nicht abschneiden, das brauchen wir jetzt nachher und jetzt
einfach wieder die Hand nehmen, zwei Finger wie ein U, einfach so unten hinhalten, dann machen wir ein X, einfach überkreuzen, dann haben wir so eine Schlaufe, dann gehen wir so, kann man das jetzt eigentlich auch loslassen, einfach unter die Brust, zieht man sie so hin, wie man sie braucht, und dann kann man sie schon festziehen. So, Vorführeffekt. Und so machen wir es wieder. Wieder ein U, X und unten rein. Und festziehen. Das Ganze machen wir jetzt komplett fertig. Mit allen Brüsten. Und dann sind wir durch. So sehen die Brüste jetzt aus. Aber ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Brüste. Und ich übergebe jetzt an Gordon. So, und jetzt bin ich hier endlich mal an der Reihe. Der Manuel hat alles vorbereitet. Und ich mache jetzt den wichtigsten Part. Ich mache die Brüste richtig heiß. Und bevor wir die heiß machen, müssen wir sie noch räuchern. Das war das Erste, was wir machen, dass wir die Räucherchips auf den Grill legen. Passend zum Granatapfel haben wir jetzt Apfelchips genommen, die wir natürlich vorher gewässert haben. Unsere Grammis, die legen wir jetzt schön indirekt auf unseren Grill. Ich lege jetzt quasi immer die offene Seite nach oben, dass wenn was rausläuft, dass es nicht direkt gleich nach unten läuft, sondern eventuell noch übers Fleisch. Also da wird definitiv bald was rauslaufen. Und okay, das soll es jetzt schon gewesen sein. Jetzt schließen wir den Deckel, damit die jetzt richtig schön räuchern können. Und in 30 Minuten sehen wir uns wieder am Grill. Bis gleich. Sind fertig, unsere Brüste sind heiß genug und die packen wir uns natürlich jetzt vom Grill. Und dann würde ich sagen, schneiden wir einfach mal eins an, einen schönen Mittelschnitt, heiß, ja wunderbar, wunderbar, und der Käse läuft raus. Und Leute, ganz ehrlich, der Geruch ist der absolute Hammer. So voll smokig, aber auch leicht ein bisschen fruchtig. Ja. Und dann würde ich mal sagen, jetzt machen wir noch ganz schnell ein Bild und dann kosten wir es mal, wie gut es ist. So, es ist soweit. Wir verkirschten. So sieht das gute Stück aus. Käse verläuft. Wow, heißen sie aber noch. Mhm. Ah, voll dann super. Würde ich sagen, lass es schmecken. Jo. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh, super. Vorher das Metzger gar nicht vergessen zum Wegmachen. Mhm. Aber ein absolut, schmeckt mega geil. Schön saftig. Mhm. So, wir hatten jetzt so 72 bis 75 Grad circa. So peilen wir mal an. Muss ein bisschen aufpassen. Brüste sind relativ schnell trocken. Mhm. Aber ich würde sagen, das haben wir relativ gut hinkriegt. Mhm. Das passt, die kann man essen. Probiert sie auf jeden Fall genauso aus. Die schmeckt richtig, richtig geil. Oder? Bin mir satt. Hammer. Super geil. Mhm. Käse, mit Käse kann man nichts falsch machen. Na, also einmal frei. Richtig, richtig lecker. Tja. Mal was anderes. Definitiv. Einfach mal füllen. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, macht's mit. Macht's nach. Macht's besser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns tierisch darüber freuen, über einen Daumen nach oben, über ein Abo. Und über einen Kommentar, denn nur so können wir uns verbessern. Und wie immer verlinken wir euch jetzt einen von den Barbecue-Freunden. Diesmal ist es der Band von Smoking Bees Barbecue. Weil wir haben seine Kritik zu Herzen genommen. Er sagte zu mir, ich soll doch einfach einen Beistelltisch für den Grill. Habe ich gemacht, ich habe den Grill zum Tisch gestellt. Genau. In diesem Sinne werden wir euch ihn verlinken. Und wir, würde jetzt sagen, wir gehen jetzt angeln. Wir gehen jetzt angeln. Das Equipment haben wir schon dabei. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche sehen
am Donnerstag um 17 Uhr. Wenn wir nichts gefangen hat, dann sehen wir uns nicht. Wahrscheinlich eine Woche ausfallen. Schauen wir mal, oder? Denke mal, ja. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass der Kescher reichen wird, dass dem seine Rolle nicht bricht, dass dem seine Route nicht bricht. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr wiedersehen bei MG Barbecue. Alles war gut.